Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zum nächsten Part von Tales of Graces S. Ja, wir wollten Richard in Barona besuchen. Wir sind in Barona angekommen, haben ihn wiedergefunden. Er hat sich bereit erklärt, Tiger Festival genannt zu werden und sich als unser großer Bruder auszugeben. Und die beiden Typen gucken mich schon verrückt an. Und ich weiß nicht wieso. Weißt du, also, ja, jetzt wäre. Ja, jedenfalls hier ist ein Skit. Ritter da sein. Das Ritter da sein. What exactly do I need to become a knight? The first step is to get into the Knight Academy. But from what I hear, that's the easy part. How come? Because you can't leave till you're ready. Some students train for years and still don't graduate. I'm not worried about that. Heck, even your own knight said I had talent. I'll be out of there in a year tops. But is that what you really want? If you become a knight, you can't become a lord. I'm not gonna be lord, so that's fine. Hubert can take care of that. Und direkt als nächstes geht Paktattacke. Sophie's kind of an odd one, isn't she, Asbel? I know, she never smiles at anything I say. But hey, maybe you should try to make her laugh. Me? What hope do I have? I lack your talent for buffoonery. Hey, I think you just called me a buffoon. No, that's not what I meant at all. And to think we made a friendship pact. What? You two made a pact? Sophie was in on it too. And you didn't come get me? Unbelievable. Ja, wir sind schon wieder ausgeschlossen. Wir haben unseren Ausbahn erstmal. Na gut. Ich glaube, wir wollten zur Ritterakademie gehen, aber ich habe keine Ahnung. Erkunde die Statue, gehe nach Norden. Ja. Wenn man mir schon die Wahl stellt, dann gehe ich zur Ritterakademie. So, this is the Knight Academy. Ja, sag ich doch. Schön. Oh, zwei Schwerter. Uh-oh. Asbel, we have to leave. Now. What? Why? That knight over there knows who I am. Aber wer ist das? What's this? Hello? Well, you're a friendly lad. Taffwirkender Ritter. You there. What's your name? He's Tiger Festival. Asbel. That's an odd name. Don't worry about our brother. He's kind of shy. He gets nervous around other people and then he can't stand up straight. Please forgive him. I see. So that's how it is. Exactly. It'd be mean of us to just leave him behind, so we let him tag along, you know? Such generous siblings are a rare gift. You must find your own courage for their sakes. Agreed? Yes, sir. Take care as you wander the city. It can be a dangerous place for a prince. Farewell, my young friends. Was zum Teufel, Sophie? Phew, that was close. Wo hat sie das nachgemacht? Thank you, Malik. Ja, sein Name ist also Malik. Wie Malik ist da. Erkunde die Stadt, aber je nach Norden. Da kann man ja noch mehr erkunden. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich glaube, hier geht schon wieder. Nein, das ist schon wieder ganz raus. Okay, da wollte ich aber nicht. So, dann gehen wir mal nach Norden. Kauf habe ich hier glaube ich schon, ne? Wie viel Geld haben wir? 625, ja. Das wird schon reichen. Ein bisschen trainieren draußen und alles ist wieder im Lot. Hoffe ich, jedenfalls. Ach, wir sind noch nicht draußen, okay. Wo könnte man noch hingehen? Hier vielleicht. Das sieht wichtig aus. Königliche Heiligtum. Kann man ja was machen. Nö. Ja, okay, dann gehen wir da draußen. Seid ihr neue Kunde, die Stadt und geh nach Norden. Na gut.
Erkunde die Stadt haben wir gelöst. Mission abgeschlossen. Jetzt gehen wir nach Norden. Wer weiß mit dir? Ich werde hier einen Laden aufmachen. Einen Laden, wie ihn noch niemand gesehen hat. Juhu! Ich werde so lange warten, bis mein Laden auf den Kopf fällt. Mach das. Ach. Mein Gott, mein Gott. Kinder und ihre Träume. Ach nee, wir sind ja selber Kinder. So. Mach ich euch platt. So, Richard. Oh, irgendwie läuft er voll langsam. So, Richard. Ich meine, Tiger Party. Kommt man auf so einen Namen? Im Japanischen ist das bestimmt irgendwie so ein Name, der irgendwie mehr Sinn macht. Aber hier ist es. Blaue Aura, hältst du die Abwehrtaste weiterhin, wird dein Körper von einem blauen Licht umhüllt. Bist du in diesem Zustand der blauen Aura, wird deine kritische Anzeige steigen. Mit Abwehr kannst du die SK wiederherstellen und die blaue Aura dann zu deinem Vorteil nutzen. Ja. Und das soll sich ein Anfänger merken? Ja, ich habe es nicht. Egal. Das ist also, da kann ich ja leicht mal im nächsten Kampf zeigen. So, was haben wir hier? Glaskugel. Ich weiß nicht, wofür die Dinger sind. Egal, weiter. Zum nächsten Monster. Oh, glitzerndes Dingens. 82 Gold, gut. Wie viel Gold bekommen wir überhaupt nach dem Kampf? Ich mach das nicht. Ja, in 15 Sekunden soll ich das machen. Das ist ja lustig. Erstmal Turbo ist hier erledigen. Und jetzt die Pillowbären, aua. Noch blauer, aber grün, aber rot, aua. Wird bestimmt jetzt auch gleich erklärt. So, mittlerweile kommt ja auch dauernd 6 SK. Und Sophia, dein Level up. Cool. SK-Techniken. Deine SK kannst du am effektivsten erhöhen, indem du Kampftrefferserien landest. Mit erfolgreichen Abwehr- und Ausweichmanövern erhöhst du deine SK ebenfalls. Ja, die leuchten dann auch immer direkt drauf im Kampf, wenn das passiert. Warte mal. Hier. Rindfleisch. Rohes Rindfleisch in der Kiste. So, ich versuche mal, ob das geht. Was kann ich? Ja, okay, dann. Wir waren da ein Kapus 1. Obwohl ich nicht wirklich ausgerufen bin, sondern einfach nur seinen Schritt gemacht habe. Ja, oder so. Keine Ahnung. Ich habe auch noch als seinen Schritt gezählt. So ganz so Mitleid SK bekomme ich da. Grüne Aura. Wärst du im Zustand der blauen Aura weiter, wird dein Kopf von einer grünen, von einem grünen Licht umhüllt. Greifst du in diesem Zustand der grünen Aura an, bringen dich gegnerische Angriffe nicht ins Taumeln. Sobald du eine Art beginnst, dieser Effekt wird auch Standhaftigkeit genannt. Ah. Ich habe jetzt schon so verlesen, ich habe den oder jetzt gar nicht richtig bearbeitet. Ja, wenn ich jetzt in der grünen Aura bin, dann taumel ich nicht mehr. Okay. Was ich mich auch immer gefragt habe. Strong? How so? Ja, weiter. Ich glaube, da kommt noch was. Kritische Anzeige. Links neben den SK. Neben der SK-Zahl ist dir vielleicht eine blaue Anzeige aufgefallen. Ach, das habe ich schon mal erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau das gleiche stand, aber ich hoffe ja, dass da das gleiche stand. Egal. Ja. Ich sage ja, die Tipps, die werden noch bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich kommen. Und das muss man sich alles merken. Habt ihr einen Entdecker hoch? Auch nie hat jemand eine komplette Sammlung aller Entdeckungen der Welt zusammengestellt. Dann wart hier mal ein paar Stunden. Weil ich werde zurückkommen mit einem kompletten Entdeckerbuch. Oh ja. So. Ups, falscher Weg. Dann gehen wir mal nach oben hin. Wolken. Ready everyone? Take a look at this. Oh. Wow. Welt. Wow, you can see so far. Lawn's not the only place with a great view.
Sometimes I have the Royal Guard escort me here. I find it relaxing. All you see is land and sky and green. There's no pain, no suffering. Just I see this and ask myself, why must men fight? Why do all arguments inevitably lead to war? I would give anything to build a world without conflict. But I suppose that's just a silly dream. No, you can do it, Richard. When you become king, you can create any world you want. In diesem Königreich. Used to say that same thing. But then... Then what? You can't tell anyone this. But my father isn't sick. He was poisoned. What? Who would do that? There are many who stand to gain by my father's death. And when I become king someday, those same people will come for me as well. They try to kill you? Who are they? Let me at them. I'll take them out right now. Poor Richard. It's okay. I just have to be extra careful from now on. If you ever need anything, Richard, you just come to me. Thanks, Asbel. I will. Und auf Facepalm Cherry einfach nur. We should go back to the city. Warum bloß? Okay. Ja, wenn die Monster jetzt respawnen, dann bekämpfe ich sie wieder. Weil ich Bauchtraining. Ja, erst will ich kurz vom Level ab. Komm her! Yes. Ja. Sie hat einfach was zu tun. Ich bin auch so klein und schlafen als erstes. Ja, ich bin so ein Typ. Oh Mann. Jetzt bekomme ich auch immer locker 6. Ah, das ist gut. Eigentlich voll auf Sturmschlag. Und Level up. Und kritischer Angriff. Nee, harte Abwehr erlernt. Und Schwertregen verbessern und so weiter und so fort. Rote Aura. Wer so im Zustand der grünen Aura weiter hat, wird dein Körper von einem roten Licht umwelt. Mit dieser roten Aura kannst du die Abwehr eines Gegners durchbrechen und ihm vom Ausweichen abhalten. Dies ist die letzte der drei Abwehrauren. Ja. Wie gesagt, wer soll sich das am Anfang mehr? Und ja, ach, da hinten taucht schon wieder was auf. Was ich mich aber schon immer gefragt habe, ist, ob die ganzen Effekte aus Dagen, also... Also wenn man zum Beispiel bis zur roten Aura abwehrt, werden dann die Effekte von der grünen und der blauen Aura auch noch mit dazu gezählt oder gilt dann nur noch der rote Aura-Effekt? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das muss ich wahrscheinlich irgendwann mal herausfinden. Gibt's denn Skip? Mann, warum auch? So. Na gut, haben wir Geld. Ja, wir haben Geld. Dann gehe ich vielleicht noch mal kurz einkaufen. Wenn ihr vorhabt, das ganz allein nach Norden zu reisen, muss ich euch aufhalten. Dann mach. Die Nordbaronerstraße ist viel zu gefährlich, wenn man kein Soldat oder Ritter oder so ist. Okay. Seht ihr die Sehenswürdigkeiten an? Ah, ich glaube, hier kommt gleich direkt eine Szene. Ach, hier einfach rein. Ja. Oder auch nicht. Ach, da war... Ja, hier verirre ich mich immer noch. Was soll der Mist? Ja, dann gehe ich noch mal kurz shoppen und dann mache ich einen Schnitte. Dann mache ich mir eine Schnitte. Eine Kindermilchschnitte. Aber erstmal kaufen wir uns ein paar Objekte. Nee. Boah, das hat viel. Na egal. Hier gab es dann nichts mehr, oder? Oder? Wollte schon sagen. So, gleich kommt eine Szene, deswegen mache ich schon mal jetzt einen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Bye, bye.